Ja, hallo nochmal, Ananda von der Open Mind Akademie. Und heute ist ja ein spannendes Thema dran, mit dem ich mich gerne beschäftige und auch gerne darüber erzähle und natürlich auch gerne Fragen beantworte. Das Thema Karma ist ja, jeder kennt das Wort, wahrscheinlich gibt es sehr viele unterschiedliche Vorstellungen dazu und darüber. Daher bin ich neugierig. Was brauchst du? Was interessiert dich? Was beschäftigt dich zu dem Thema? Was hat dich bewegt, überhaupt jetzt dabei zu sein? Ich hätte viel zu reden. Ich könnte eine Stunde einfach füllen damit. Aber damit es nicht einfach ein Vortrag ist, einfach auch von deiner Seite, lass mal was hören, was du wissen möchtest. Ich kann ja hier mitlesen, was ihr schreibt. Untereinander könnt ihr das nicht lesen, aber ich kann das lesen. Okay. Und während ihr vielleicht eine Frage stellt, fange ich mal so an und definiere mal das Wort Karma. Denn Karma heißt jetzt erstmal nichts anderes als das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das besagt, dass es keine Handlung gibt, die nicht eine Wirkung nach sich ziehen würde, und dass es kein Geschehen gibt, das nicht eine Ursache hätte. Also Ursache und Wirkung sind aneinander gebunden. Das ist erstmal Karma. Da ist weder was Spirituelles dran, noch hat das mit mehreren Leben zu tun, sondern nur mal Gesetz von Ursache und Wirkung. Ja, da kommen schon Fragen, ne? Wie kann man sein Karma verändern und ins Positive umwandeln? Da kommen wir sicher dazu. Also Ursache und Wirkung, das ist mal gut zu wissen, dass das das Gesetz von Karma ist, ne? Wenn ich was mache, hat es eine Wirkung. Welche Wirkung, das ist noch eine andere Geschichte. Und Karma gibt es am Tag hunderte Male. Ein Beispiel ist, ja, wenn ich jetzt was trinke, so wie ich gleich hier, und es kommt in die falsche Röhre, in die Luftröhre, dann muss ich husten. Das wäre auch Karma, ne? Die Ursache wäre, es kommt in die falsche Röhre, die Wirkung ist das Husten. Also selbst das ist laut Definition Karma. Karma wird in dem Fall sofort sichtbar. Aber es gibt karmische Effekte, die nicht gleich sichtbar werden. Auch ganz einfach im Alltag bezogen. Ihr kennt das bestimmt. Stell dir vor, du trinkst 3 Uhr nachmittags, hast Besuch und trinkst einen Kaffee, isst ein Stück Kuchen dazu. Und du bist heute früh müde, gehst schon um 9:30 schlafen und liegst wach im Bett und kannst nicht einschlafen. Klarer Fall von Karma. Denn das ist die Wirkung des Kaffees. Ursache, Wirkung. Und da können ein paar Stunden dazwischen vergehen. Und man würde das natürlich nicht als Karma bezeichnen, ist schon klar. Aber das soll nur mal das Prinzip von Karma verdeutlichen. Nämlich, dass es nichts gibt, was keine Wirkung nach sich zieht. Und nichts gibt, was keine Ursache hätte. Jetzt gibt es karmisch aber noch interessante Wirkung, nämlich, dass es erstmal gar nicht sichtbar werden kann. Eine Handlung, also die Wirkung einer Handlung. Denn wenn wir zum Beispiel uns schlecht ernähren, kann es sein, dass die Handlung erst Jahrzehnte später sichtbar wird, spürbar wird. Ja? Und dann ist es natürlich nicht mehr so eins zu eins nachvollziehbar, ist es jetzt wirklich die Wirkung von Karma. Ja, also von dem schlechten Ernährung oder kommen andere Faktoren dazu. Ja, aber Karma besagt ja erstmal Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn jetzt aber wir etwas tun und dessen Wirkung nicht gleich eintritt, so heißt es in der Karma-Philosophie, wird Karma gespeichert. Ja, wenn ich mich schlecht ernähre, 40 Jahre später vielleicht Magengeschwür bekomme oder einen Krebs, und dann tritt die Wirkung erst 40 Jahre später zutage. In der Zwischenzeit ist praktisch der Karmaspeicher damit gefüllt. Ja?
macht das Sinseleid. Wiedergeburt ist eine ganz andere Geschichte, weil da jemand schreibt. Ja? Und vorbestimmt, kommt alles noch? Das sind genau die Themen. Wie kann man Karma verändern? Ist es vorbestimmt oder hat es was mit Wiedergeburt zu tun? Ne? Die drei Punkte, die da aufgetaucht sind, kommen. Ich arbeite mich mal daran. Also Ursache und Wirkungsprinzip, wobei die Wirkung oft erst sehr viel später eintreten kann. Aber laut Karma tritt immer eine Wirkung ein. Und da kommen wir schon gleich zu dem einen Punkt da, das Karma, was mit Wiedergeburt zu tun hat. Das muss man voraussetzen, wenn man von Karma spricht, dass es so etwas gibt, damit das ganze Karma, die Karma-Philosophie einen Sinn ergibt. Denn Karma besagt nämlich, dass es immer eine Wirkung gibt, egal wie lange es dauert. Das heißt, Karma lässt sich nicht aufhalten vom Tod. Das heißt, wenn ich eine Handlung setze, dessen Wirkung in diesem Leben nicht eintritt, aus verschiedensten Gründen, weil ich halt nächsten Tag sterbe, zum Beispiel, ne, dann ist die Kraft des Karmas so stark und der Triebkraft, um überhaupt noch einmal einen Körper zu beleben, Reinkarnation, heißt ja, wieder ins Fleisch kommen, Karne, heißt Fleisch, Reinkarnation heißt praktisch wieder ins Fleisch kommen. Das heißt, aus karmischer Sicht wird Karma immer vollendet und der Tod spielt keine Rolle, es wird einfach ein neuer Körper angenommen. Karma sagt, es gibt nichts, was eine Wirkung aufhalten kann, nicht einmal der Tod. Das sagt man so, die Karma-Philosophie. Das ist jetzt aber schon ein riesengroßer Sprung. Ich werde das jetzt nochmal viel kürzer und kleiner. Ja, Karma wird gespeichert. Wo wird Karma gespeichert, taucht die Frage auf. Ich mache da jetzt mal ein Beispiel. Stell dir vor, ein junger Mann lebt in einer Wohngemeinschaft, hat ein kleines Zimmer, braucht einige Dinge nicht und stellt diese Sachen, die er nicht braucht, in einen Karton, klebt ihn zu, schreibt seinen Namen drauf und stellt diesen Karton auf den Speicher hoch. Und dann zieht er ein halbes Jahr später in eine andere Stadt und lebt sein eigenes Leben. Und dann kommt plötzlich dieser per Post ein Paket. Und das Paket ist dieser Karton, den er ein halbes Jahr vorher auf den Speicher gestellt hat. Ja? Und jetzt hat er dieses Paket und seine Dinge wieder da und muss und soll und darf irgendetwas damit tun. Er kann alles Mögliche damit tun. Ne? Er kann es wieder am Speicher stellen, er kann es aus dem Fenster rauswerfen, er kann es verbrennen, verschenken, er kann es alles ausräumen und in sein neues Zimmer gehen. Also unzählige Möglichkeiten, was er damit tun kann. Dieses Paket, seine Sachen praktisch, waren in der Zwischenzeit gelagert, in dem Fall auf einem wirklichen Speicher. Und so ist es aber auch mit unseren Themen. Körperlich gesehen ist es ja klar, wo Karma gespeichert wird. Wenn ich rauche, wird Karma in den Atemwegen und in den Lungen gespeichert. Die Wirkung von Karma sozusagen, die dann Jahrzehnte später zutage tritt. Wenn ich aber einfach ein Thema habe, typischerweise haben wir ja wiederkehrende Themen, die oft in Beziehungen auftauchen, dann ist es so, dass dieses Thema nicht verschwindet, wenn wir eine Beziehung beenden, sondern ihr kennt das, wir starten eine neue Beziehung und spätestens nach ein paar Monaten wundern wir uns, dass wir wieder das gleiche Thema da haben. Das heißt, dieses Karma, dieses Thema ist nicht aufgelöst und darf daher einfach wieder ans Tageslicht, damit wir es beim nächsten Mal auflösen. Und in der Zwischenzeit ist es eben in Sanchita, heißt das in der Karma-Philosophie, in diesem Karma-Speicher. Das ist jetzt kein Ort, ja, sondern
Das ist im Grunde genommen, wo sind unsere Gedanken gespeichert, könnte man sagen. Ja, die sind im Bewusstsein im Grunde genommen. Und Karma ist auch gespeichert im Bewusstsein. Nur wenn wir ein Thema nicht erledigen, dann schieben wir es ins Unterbewusstsein. Dort ist es dann gelagert, gespeichert, verdrängt, kann man auch sagen, ne? Oder einfach geparkt. Und bei nächster Gelegenheit, ob wir es bewusst machen oder ob das Leben uns eine Situation gibt, wo wieder ähnliches Verhalten zutage tritt, taucht aus dem Unterbewusstsein wieder unser Thema auf. Schon ist es da. Also in Partnerschaften ist es ja klassisch, dass wir da Situationen wiederholen, die wir kennen. Und das tun wir auch so lange, bis wir durch sind damit. Und erst dann brauchen wir Karma nicht mehr speichern. Erst dann ist für diese Situation es erledigt. Das ist Sanchita Karma, dieses gespeicherte Karma. Und dann gibt es aber noch ein Karma, nämlich das Parapta-Karma. Das ist das, wenn der junge Mann in unserem Beispiel den Karton bekommt, ja, was macht er damit? Er hat jetzt die Wahl. Ja. Er kann wählen, was er mit dem Inhalt des Kartons machen möchte. Er hat nicht wählen können, dass es zu ihm kommt, dieses Paket. Das können auch wir nicht. Wir können nicht wählen, was zu uns kommt. Wenn es schon seine Ursache in der Vergangenheit hatte, dann können wir nichts mehr dagegen tun. Dann kommt es zu uns. Der Zug ist abgefahren. Aber in dem Moment, wo es zu uns kommt, haben wir die Wahl, was mache ich damit? Ja, das ist so ein bisschen schon mal der Anfang von dem, wie kann man sein Karma verändern und ins Positive verwandeln. Ja, du kannst nichts daran ändern, an dem, was jetzt gerade in deinem Leben stattfindet. Denn das ist das Ergebnis der Vergangenheit. Das ist praktisch das Ergebnis deines bisherigen Karmas. Wenn du vor 3 Tagen giftige Lebensmittel gegessen hast, dann bist du jetzt krank. Das kannst du jetzt nicht mehr ändern, denn die Ursache deiner Krankheit ist schon 3 Tage zurück. Ja? Also wir können nichts daran ändern, an dem, was gerade ist. Keine Chance. Denn die Ursache dafür liegt schon in der Vergangenheit. Und sei es nur 1 Minute. Ja? Aber sie liegt in der Vergangenheit. Was wir aber tun können, wir können immer was wählen, was wir jetzt tun. Der junge Mann kann mit dem Paket jetzt machen, was er möchte. Ja? Also Karma ist bis zu dem Punkt, wo es zu mir kommt, sozusagen Schicksal in dem Sinne, dass ich nichts mehr daran ändern kann. Ich kann nichts mehr daran ändern, weil die Ursache dafür schon in der Vergangenheit liegt. Jetzt habe ich die Situation hier. Das heißt, der Teil, der in der Vergangenheit liegt, können wir sagen, da sind wir unter Anführungsstrichen Opfer, obwohl das stimmt nicht genau, ne? Denn wir hatten auch damals ja die Wahl, wie handeln wir. Aber im Augenblick ist auf alle Fälle so, dass wir die Wahl haben. Wir können frei wählen und entscheiden und tun, was wir möchten. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel, wo der junge Mann ein Paket bekommt, wo seine Sachen drinnen sind. Ja? Ich erfinde jetzt 2 krasse Gegensätze, damit die unterschiedliche Wirkung sichtbar wird. Das eine ist, nehmen wir an, er hatte so einen schlechten Tag, Freundin davongelaufen, Job gekündigt, keine Ahnung, irgendwelche schlimmen Dinge noch. Und er hat so einen schlechten Tag und sieht das Paket und ist wütend und wirft es aus dem geöffneten Fenster raus, will nichts damit zu tun haben. Draußen fährt ein Auto vorbei, der Fahrer erschrickt, bremst, hinter ihm noch ein Fahrer, fährt den Vorderen auf, der Vordere hat ein Schleudertrauma, der junge Mann müsste Schmerzensgeld zahlen, er erscheint nicht vom Gericht, verweigert sich,
und hat 2 Jahre lang Stress aufgrund seiner Handlung. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Ist vielleicht jetzt nicht so Alltag, aber ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, in der gleichen Situation. Ne? Karma hat dafür gesorgt, dass er das Paket hat, aber nicht dafür gesorgt, was macht er damit. Denn in der gleichen Situation könnte er hergehen, könnte ein paar Dinge verkaufen, könnte ein paar wegwerfen, ein paar behalten. Und er könnte einen schönen Bierkrug, den er da drin hat, seinen Nachbarn bringen, der gerne Bier trinkt. Und der Nachbar freut sich so darüber, dass er ihn gleich auf ein Bier einlädt. Die beiden trinken Bier gemeinsam, verstehen sich gut, verabreden sich zum Joggen gehen, gehen dann regelmäßig gemeinsam joggen und es entsteht eine Männerfreundschaft. Also aus der gleichen Ausgangssituation, es kommt ein Paket mit deinen alten Dingen, können wir in die Richtung uns bewegen oder in eine vollkommen andere Richtung. Ja? Also wir können nicht mehr beeinflussen, dass das Paket gekommen ist. Was ist, ist. Aber wir können wählen, wo es hingeht. Wir können wählen, was morgen ist oder in einer Woche oder in einem Jahr. Wählen im Sinne, wir können die Weichen stellen. Ja? Und da hat jemand gefragt, wie kann man Karma verändern und ins Positive umwandeln? Genau so. Du hast jetzt eine Ist-Situation und jetzt hast du die Wahl zu schauen, in welche Richtung möchte ich, dass sich mein Leben bewegt. Wenn du es in eine positive Richtung möchtest, dann wirst du eine Handlung setzen, die für dich positiv ist. Es ist nicht für jeden das gleiche positiv, ne? Für dich positiv. Und somit wird dein Leben sich in diese Richtung bewegen. Das kann schnell gehen, langsam, je nachdem, wie deine Handlungen und deine Entscheidungen aussehen. Aber du stellst damit die Weichen. Ja, du hast die Wahl. Du bist nicht gebunden an eine bestimmte Wirkung, die kommt, sondern du erzeugst die Wirkung. Ja, also Karma kann man nach hinten und nach vorne betrachten. Nach hinten betrachtet, nochmal gesagt, ist es eben so, dass du... Augenblick mal, ich muss kurz unterbrechen, mein Bild ist weg, bin sofort. Anne, Bildchen ist weg. Bild ist weg und ich brauche ein Passwort. So, ich bin mit der Stimme schon wieder da und gleich kommt auch mein Bild wieder, sodass ich auch sehen kann, was ihr schreibt. So, ich habe nämlich vergessen, die Maus zu bewegen. Genau. So, jetzt sehe ich wieder und kann wieder lesen. Ja, okay. So. Genau, so ist das mit den Päckchen, die wir durchs Leben tragen, schreibt jemand. Ne? Darum wähle ich auch dieses Beispiel mit den Päckchen, denn so ist es tatsächlich im Alltag. Wir tragen Päckchen durchs Leben. Wenn wir uns nicht auseinandersetzen wollen damit, verschieben wir es ein bisschen, verdrängen es ein bisschen, speichern es irgendwo. Aber das Leben und Karma im Grunde genommen sorgt dafür, dass wir uns damit auseinandersetzen, wenn es noch nicht erledigt ist. Und so entsteht eine Situation, die uns wieder auffordert, jetzt es zu lösen. Lösen wir die Aufgabe dieses Päckchens, dann ist es erledigt. Braucht nichts mehr wiederkommen. Lösen wir es nicht, wird es wiederkommen. Unweigerlich. Das ist Karma, das Gesetz von Karma. Ursache und Wirkung. Es kommt immer wieder und Karma kann aber auch aufgelöst werden. Aber eben, da müssen wir was tun dafür. Dieses Beispiel, dass wir Päckchen durchs Leben tragen, sagt dir schon, dass wir im Grunde genommen... Dieses Päckchen beinhaltet ja Dinge, die wir, die uns nicht so angenehm sind. Drum stecken wir es ja überhaupt in ein Päckchen. Wir stecken es weg, damit wir es für einen Moment nicht im Bewusstsein haben. Aber wir sind Wesen, wir wollen ins Bewusstsein. Wir wollen
ins Licht, wir wollen wachsen, wir wollen in die volle Größe kommen, ins volle Potenzial entwickeln. Und ja, alles, was uns da zurückhält, kann uns nicht auf Dauer zurückhalten, sondern kehrt immer wieder. Und jedes Mal, wenn es wiederkehrt, haben wir wieder die Wahl. Was mache ich damit? So stelle ich die Weichen neu. Also Karma hat nichts mit dem zu tun, dass ich Opfer von irgendetwas bin. Das erscheint oft so, wenn wir die Ist-Situation betrachten. Klar, wenn ich jetzt krank bin, werde ich mich als Opfer fühlen jetzt. Aber erstens kann es sein, dass ich die Ursache meiner Krankheit erkenne, dann werde ich vielleicht schon weniger Opfer sein. Und zweitens kann ich ab sofort was tun, damit ich nicht mehr krank bin. Ja? Also Karma ist immer in zwei Richtungen zu betrachten. Nach hinten betrachtet ist immer die Gefahr, dass wir uns als Opfer sehen. Dafür ist es klar, wenn wir nach vorne schauen, können wir kreieren, gestalten und somit vollkommen unsere Wirklichkeit erzeugen. Ja, was gibt's denn noch? Okay, da lese ich gerade noch ein bisschen was von euch. Ja, es ist ja so, jede Handlung zieht eine Wirkung nach sich. Okay, aber überleg mal, was geht denn jeder Handlung voraus? Eine Handlung geschieht ja nicht einfach aus heiterem Himmel spontan, ja, sondern einer Handlung gehen ja in der Regel Überlegungen voraus. Stell dir vor, du möchtest eine Ausbildung machen oder überlegst ein Auto dir anzulegen oder in eine andere Stadt zu ziehen. Das machst du nicht spontan, sondern da gehen Überlegungen voraus. Ja? Wenn aber die Handlung bestimmt, was morgen, nächste Woche, nächstes Jahr deine Wirklichkeit sein wird und der Handlung das Denken vorausgeht, dann wird klar, dass es sehr wesentlich ist, wie wir denken. Ja, denn aus dem Denken entsteht ja dann erst die Handlung. Ja, ihr kennt bestimmt diesen wunderbaren Satz aus dem Talmud: Achte auf deine Gedanken, denn es werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn es werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn es wird dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, er ist dein Schicksal. Und wenn du dazwischen alles wegnimmst, steht am Anfang das Denken und am Ende steht Schicksal. Ja? Das heißt, wie wir denken, was wir denken, führt eben über Worte, Handlung zu unserem Charakter und lässt uns dann sagen, ich bin halt so. Ja, du bist halt so, weil du dich so gemacht hast. Ja? Du hast die Wahl, nicht als Kleinkind, wo wir unsere Prägungen erst bekommen, nicht als Jugendlicher, wo wir unsere Prägungen verstärken, aber dann geht's los. Dann haben wir die Wahl, ja, was mache ich aus einer Situation? Und somit auch die Wahl, wie kreiere ich das, was nächstes Monat meine Wirklichkeit sein wird? So, da gibt es wieder ein paar Kommentare. Okay. Der innere Schweinehund, wenn dich der ablenkt. Ja, es ist ganz spannend, denn unsere tiefste Essenz, unsere Seele oder wie immer wir es nennen wollen, hat nur einen Weg ins Licht, in die Größe, in die Liebe, ins Göttliche, wie immer wir es bezeichnen wollen. So von der tiefsten Sehnsucht her ist es klar, wo es hingeht. Und da gibt es aber ein paar Hindernisse.
Das eine ist Angst vor dem Unbekannten. Das zweite ist Bequemlichkeit. Und das dritte ist Gewohnheit. Und irgendjemand hat das eben da mit innerer Schweinehund zusammengefasst. Dieser innere Schweinehund setzt sich aus einem oder mehreren dieser drei Komponenten zusammen. Angst, Bequemlichkeit, Gewohnheit. Das ist der innere Schweinehund. Und der lenkt uns ab, das stimmt. Aber die gute Nachricht ist, was Karma betrifft, es macht nichts. Karma kennt keine Zeit. Wenn wir uns einer Situation nicht stellen, sondern diese Situation wieder wegpacken, dann kommen sie wieder. Egal wie oft wir sie wegschieben, sie kommt immer wieder. Also laut Karma können wir ganz gelassen sein, denn irgendwann ist der Punkt, wo wir den inneren Schweinehund überwinden, wo wir einfach bereit sind, wo wir es einfach auch wollen, was zu ändern. Karma sagt, lehn dich zurück, denn was jetzt gerade ist, kannst du sowieso nicht ändern. Das ist das Ergebnis der vergangenen Ursachen. Wenn du dich jetzt zurücklehnst und gelassen bist, dann bist du entspannt, um zu wählen, was deine nächsten Schritte sind. Und selbst wenn es dir jetzt nicht gelingt, positiv für dich zu entscheiden, weil der innere Schweinehund, Angst, Bequemlichkeit, Gewohnheit dir im Weg sind, macht nichts. Es kommt wieder die Situation und wieder und wieder und wieder. Also so gesehen ist Karma ein großes Geschenk, weil wir immer wieder die Möglichkeit haben, die Dinge für uns so zu gestalten, dass wir in die Freude, ins Licht, in die Kraft zum Göttlichen kommen. So, da gibt es wieder was. Frage wiederholen für alle Zuschauer, kann ich machen. Ich möchte es nur vermeiden, die Namen dazu zu nennen. Heißt das, der ganze Mist, den ich gebaut habe in meinem Leben, ist in dem Moment erledigt, wo ich mein Verhalten geändert habe? Oder bleibt das trotzdem im Speicher? Ich habe bis jetzt von zwei Karma-Arten gesprochen. Sanchita, der Speicher, Parapta, das augenblickliche Karma. Und jetzt gibt es noch Agami, das zukünftige Karma. Das ist ungefähr so, wie ich das Beispiel mit dem Paket und dem jungen Mann, der es aus dem Fenster wirft, genannt habe. Parapta Karma ist der Augenblick. Was mache ich damit? Da hat er tausende Möglichkeiten. In dem Moment, wo er sich entschieden hat und das Paket losgeworfen hat, liegt es nicht mehr in seiner Hand, was geschieht. Das ist Agami-Karma, das zukünftige Karma. Das ist nicht vorhersehbar. Er weiß ja nicht, was geschieht mit dem fliegenden Paket. Fängt es jemand und freut sich oder verletzt einen Menschen oder was geschieht damit? Das ist Agami, das zukünftige Karma. So, und zu der Frage nochmal, ob dann etwas im Speicher bleibt. Es ist so, wenn etwas erledigt ist, ist es erledigt. Fertig. Es mag noch im Körper bleiben, in den Zellen, unser Zellgedächtnis ist immer aktiv. Es ist wie die Festplatte auf dem Computer, alles was jemals war, bleibt. Das wird nicht gelöscht von der Festplatte. Aber der Unterschied ist der, wenn ich es erledigt habe, ist es sozusagen im Archiv. Es taucht nicht immer auf wie ein Pop-up, das mich erinnert, was ich noch zu tun habe. Es ist vorhanden, aber nicht mehr wirkungsvoll, wenn es wirklich erledigt ist. Wenn es erledigt ist, ist es erledigt. Manche Sachen brauchen eben länger. Gerade auf Körperebene, wenn man seinen Körper Schlechtes getan hat über einen langen Zeitraum, dann braucht der Körper auch eine Zeit lang, um gesund zu werden. Das heißt, wenn ich mein Leben in eine positive Richtung lenke, ist es nicht ab der nächsten Sekunde positiv, sondern es kann eine Zeit lang brauchen, natürlich, bis der gewünschte Effekt eintritt.
Aber Karma ist nicht endlos. Es gibt tatsächlich ein Ende des Karmas. Und dieses Ende tritt erst ein, wenn entweder alles erledigt ist, wirklich alles erledigt ist, und das kann laut karmischer Philosophie viele, 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 viele Leben brauchen. Oder in dem Moment, wo wir vollständig in unsere absolute Größe hinein erwachen. Ja, sprich Erleuchtung, Samadhi, Moksha, Einheitserfahrung, Gotteserkenntnis. Ja, in dem Moment wird Sanchita gelöscht. Es gibt aber noch Parapta-Karma. Und da sage ich ein kleines Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen nachvollziehbar ist. Stell dir vor, Sonntagvormittag, vierspurige Autobahn, geradeaus, trockene Fahrbahn, kein Verkehr und du fährst mit 180 km/h auf dieser Autobahn. Und dann gehst du her und stellst den Motor ab. Was passiert mit dem Fahrzeug? Das Fahrzeug fährt weiter. Es rollt aus. Es braucht 2 Kilometer, bis das Fahrzeug steht. Ja? Das heißt, du hast zwar den Antrieb abgestellt, aber das Parapta-Karma, nämlich die Ursache, dass das Fahrzeug auf 180 km/h beschleunigt wurde, ja, das lässt sich nicht mehr abstellen, das fährt einfach 180 km/h. In dem Moment, wo du stoppst, die Energie reinzugeben, weil der Motor nicht mehr läuft, kann es ausrollen, braucht aber auch noch eine Minute oder 2 Kilometer, je nachdem. Aber es wird nicht mehr neu beschleunigt. Und so ist das, wenn wir in unser volles Bewusstsein hinein erwachen, kreieren wir kein zukünftiges Karma mehr. Ja? Aber das, was bisher am Laufen war, läuft noch aus. Und das kann einen Tag, eine Woche, einen Monat dauern, je nachdem, wie groß die Situation ist, die da noch unfertig ist. Ja? Die läuft aus und es wird kein neues mehr kreiert. Dann gibt es auch keinen Grund mehr für eine Reinkarnation oder Wiedergeburt, sondern dann ist der gesamte Weg des Suchens zu Ende. Darum ist auch die Erleuchtung das Ende des gesamten Weges. Ja, da ist die Suche vorbei. Und ich schaue mal wieder, was da noch so geschrieben wird. Ewig langer Bremsweg. Das mit dem Karma ist also wie ein endlos langer Bremsweg bei einem riesigen Schiff. Nicht sehr ermutigend. Wie geht das mit der Erleuchtung, um Karma abzuschütteln? Ja. Im Grunde genommen ist es so, Erleuchtung braucht einfach deine absolute Bereitschaft. Bist du bereit dafür? Das ist die einzige Frage, die zählt. Wenn du bereit dafür bist, alles zurückzulassen, die Suche zu beenden, ja, dann ist Erleuchtung keine Frage der Technik, der Methode, des Tuns, sondern des Aufhörens. Du bist da. Einfach eine Frage der Bereitschaft und einer hohen Dringlichkeit. Bist du soweit? Ja, dann endet auch Karma damit. Ja. Bist du nicht soweit? Pech. Oder auch nicht Pech, das spielt ja keine Rolle. Du hast ja endlos viel Zeit aus karmischer Sicht. Ja, ja klar, der Verstand, unser Geist, ne, der möchte schnell ans Ziel kommen. Aber Karma ist da gnadenlos. Ne? Es wird alles gelebt, alles aufgearbeitet. Dafür haben wir auch endlos Zeit und wenn es mehrere Leben sind, sind es halt mehrere Leben. Der Geist ist manchmal ungeduldig, das stimmt. Oh, ich habe schon wieder die Maus nicht bewegt. Tja, und das Passwort weiß ich auch wieder nicht. Tut mir echt leid, Leute. Ich spreche jetzt einfach blind weiter. Ich kann jetzt eure Frage nicht lesen. Aber ich habe noch
was Wichtiges zu sagen. Nämlich das, womit ich normalerweise anfange, wenn ich über Karma spreche. Und zwar, stell dir mal vor, dass ein Junge Fußball spielt draußen im Garten und er schießt den Ball in die Luft und fängt ihn wieder und schießt ihn in die Luft und er kommt wieder runter und dann schießt er ihn in die Fensterscheibe und die Fensterscheibe zerbricht. Und das ist genauso Karma. Ne? Wir haben wieder Ursache und Wirkung. Und jetzt stell dir weiterhin vor, drinnen in diesem Haus steht die Mutter, holt was aus dem Regal herunter und hört dann, wie die Fensterscheibe zerbricht, erschrickt und was passiert? Sie fällt runter von diesem Hocker, auf den sie da aufgestiegen ist und verletzt sich den Fuß und muss ins Krankenhaus, kann nicht gehen, sie ruft ein Taxi, kommt in die Notaufnahme. Es sind lauter Kettenreaktionen, Ursache, Wirkung, ja? Und sie sitzt in der Notaufnahme, wird nicht gleich drangenommen, weil andere schwerere Verletzungen haben. Und neben ihr sitzt ein junger Mann, der muss auch lange warten. Sie kommen ins Gespräch, finden sich sympathisch, tauschen Telefonnummern aus, verabreden sich zum Kaffee, gehen ins Kino, verlieben sich ineinander. Halbes Jahr später zieht dieser Mann zu der Mutter ins Haus, spielt mit dem Jungen Fußball, er erkennt sein Talent und fördert ihn und 5 Jahre später ist der Junge ein Fußballprofi, Mann und Frau sind verheiratet und alle sind glücklich. Normale Geschichte, passiert oft in der Welt. Im Grunde genommen ist es eine ständige Abwechslung von Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Weil eins führt zum anderen, wie man sagt. Und das Spannende dabei ist aber Folgendes. Wie verhalten wir uns in der Regel, wenn wir merken, dass der Junge den Scheibe zerschießt und die Mutter sich dadurch den Fuß bricht oder verletzt? Ja? Wir verhalten uns, sage ich mal, in irgendeiner Form tadelnd, strafend, schimpfend, vielleicht kriegt der Junge sogar eine Ohrfeige, ja? Also, oder eine Verwarnung oder einfach tadelnde Worte. Wir tun so, als wüssten wir, dass das schlecht ist, was er gerade getan hat. Ja? Schließlich ist die Scheibe kaputt, die Mama hat einen Fuß verletzt, ne? Schlecht, schlecht, negativ. Ja? Ja. So sieht es aus, wenn wir dieses kleine Stückchen aus dem gesamten Bild betrachten. Aber wie sieht es aus, wenn wir das gesamte Bild betrachten von dieser Geschichte, die ich jetzt mal so gesponnen habe? Wir sehen, dass die Geschichte zu einem Glücklichsein aller Beteiligten führt. Auch wenn es zwischendurch in einzelnen Momenten nicht so ausgesehen hat. Aber was wir tun, wir beurteilen und verurteilen jede Situation, als ob wir wüssten, wo sie hinführt. Ja, lass dir das mal so richtig in dich hineinsinken. Jede Situation wird von uns gewertet, als ob wir wüssten, wo sie hinführen wird. Wir wissen es nicht. Es ist eine Arroganz, so zu tun, als wüssten wir, was richtig und falsch ist. Ja? Nur kleine Ausschnitte können wir sehen. Wir haben keine Ahnung, was nächste Woche aus diesem kleinen Ausschnitt wird. Geschweige denn in einem Monat, in einem Jahr, in 10 Jahren. Und das brauchen wir auch nicht wissen, aber es ist sehr entspannend und sehr öffnend, nicht so zu tun, als wüssten wir es, sondern einfach zu vertrauen, dass das Leben
ins Licht führt, ins Positive führt. Und dass die Dinge, die geschehen, im Endeffekt für die Beteiligten gut sind, auch wenn wir sie im Moment nicht erkennen können. Wir sind ja immer sehr schnell mit den Werten. Ja? Tja. So ist das. Karma ist ein sehr großes Thema, lange Geschichte. Man kann da sich in alle Richtungen denken und hineinversetzen. Was halt wichtig ist, so im Auge zu behalten, es ist immer Ursache und Wirkung. Und indem ich handle, setze ich die Wirkung für die Zukunft. Bevor ich handle, sind aber meine Gedanken da, die mich ja dann zur Handlung bringen. Daher ist es sehr klug, darauf zu achten, wie wir denken. Und so können wir Karma im Grunde genommen nicht abkürzen. Und ein sehr gutes Beispiel für Karma ist dieser uralte Hollywood-Film, der mindestens 25 Jahre alt ist. Und er ist ein Spielfilm und meiner Meinung nach repräsentiert er wunderbar das Gesetz von Karma, von Ursache und Wirkung. Einige von euch kennen den Film bestimmt. Der heißt "Und täglich grüßt das Murmeltier". Ja, hier wird in Zeitraffer von 2 Stunden wunderbar gezeigt, genau das, was ich jetzt erzählt habe. Ursache-Wirkung. Die Hauptfigur merkt, aha, wenn ich das mache, ergibt es jenes, führt mich nicht zum Ziel, probiere ich was anderes, führt mich auch nicht zum Ziel. So lange, bis er merkt, was Sinn ergibt, was ihn tatsächlich ins Positive führt. Ja, nach vielen Fehlversuchen. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir wissen natürlich nicht, was richtig und falsch ist. Ja? Daher bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das Bestmögliche zu versuchen. Am Ergebnis sehen wir, ist es sinnvoll gewesen oder nicht. Wenn nicht, werden wir ein bisschen gescheiter daraus und haben die nächste Gelegenheit und machen es ein bisschen besser. Es ist ein Versuch und Irrtum, an dem wir wachsen. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Unsere Handlung bestimmt, wie es weitergeht. Es gibt noch eine kleine Geschichte, eine karmische Geschichte, die ihr vielleicht kennt. Und sie bezieht sich auf das, weil wir immer werten. Ne? Wie gesagt, das Beispiel, wenn sich der Junge die Fensterscheibe zerschießt, Mutter den Fuß sich verletzt, ne? Werten wir als negativ. Die Geschichte geht so, in einem armen Land, das ist ein kleines Dorf, ein Bauer lebt mit seinem Sohn und er hat 2 Pferde, mit denen er den Acker bestellt. Eines Tages laufen die Pferde davon und das Dorf schlägt so die Hände und Kopf zusammen und sagt, ach, der arme Bauer, was für ein Pech, laufen die Pferde weg. Der Bauer hatte ein Verständnis von Karma und sagte einfach, Pech oder Glück, wer weiß. Das heißt, er hat nicht gewertet. Ne? Ein paar Tage später kommen die 2 Pferde zurück und haben ein paar Pferde im Schlepptau mit, die sich ihnen angeschlossen hatten, Wildpferde, sind einfach mit denen mitgegangen und jetzt hat der Bauer plötzlich 10 Pferde. Und das Dorf wieder, ah, was für ein Glück. Der Bauer sagt ja wieder, Glück, Pech, wer weiß. Und sein Sohn hat begonnen, die Pferde zu zähmen, um sie zur Arbeit einzusetzen. Und dabei ist er runtergefallen von einem und hat sich das Bein gebrochen.
Was für ein Pech, was für ein Pech, die Dorfleute wieder. Gerade hat er mal etwas Glück gehabt, hat er schon wieder Pech, ne? Der Bauer wieder Pech oder Glück, wer weiß. Ein paar Tage später brach Bürgerkrieg in diesem Land aus. Alle wehrfähigen Männer mussten in den Kampf ziehen. Oh, was für ein Glück, was für ein Glück. Und so kann jeder die Geschichte selber fortsetzen und vielleicht darin erkennen, dass es müßig ist, ständig zu bewerten, wenn wir nicht wissen, wo die Dinge hinführen. Das heißt aber nicht, dass wir alles gut finden müssen, das jetzt stattfindet. Ja? Der Bauer findet es sicher nicht gut, dass die Pferde weglaufen oder sein Junge sich das Bein bricht. Aber er versteift sich nicht, er verschanzt sich nicht hinter einem Jammern und Klagen und Beschweren und vielleicht noch die Schuld nach außen projizieren und die Politik, die Gesellschaft, das Wetter, das Land dafür verantwortlich zu machen. Nee, einverstanden ist er bestimmt nicht, freuen tut er sich bestimmt nicht, wenn sich der Junge das Bein bricht. Aber er ist weise. Er sagt, ich weiß nicht, wo es hinführt. Ich nehme es an, es ist da. Es gibt auch nichts dagegen zu tun, es ist da. Ja? Das Karma, das von hinten zu diesem Augenblick kam. Aber was kann ich tun, nach vorne betrachtet? Nach vorne betrachtet kann er nur die Weichen so stellen, dass es für ihn ins Positive geht. Ja? Natürlich, positiv ist immer subjektiv. Aber wie gesagt, wir haben die Tendenz, ins Positive zu streben. Und da können wir auch gar nicht auskommen, dieser Tendenz. Im Endeffekt nicht, langfristig nicht. Ne? Zwischendurch gibt es Irrwege, Sackgassen, Umwege, natürlich. Ne? Wie zuerst jemand von euch geschrieben hat, der innere Schweinehund, der im Weg ist. Ne? Aber das ist das Schöne an Karma, es ist zeitlos. Lässt sich eben von einem Tod nicht aufhalten. Und Karma besagt auch, dass es nichts Machtvolleres gibt als einen Wunsch, der noch nicht erfüllt wurde. So, wenn wir einen tiefen Wunsch haben, ach, möge ich doch anderen Menschen helfen. Ich habe so ein tolles Leben, es geht mir gut, aber es gibt so viel Leid in der Menschheit. Ich will so gern anderen Menschen helfen und dann stirb ich plötzlich. Dann heißt es laut Karma-Philosophie, dass dieser Wunsch, ach, möge ich doch Menschen helfen, praktisch die Triebkraft für meine nächste Inkarnation ist. Und somit ermöglicht, diesen Wunsch umzusetzen. Erst dann, wenn er erfüllt ist, dann wird er wirkungslos. Dann ist Karma für diesen Fall erledigt. Es kommt vielleicht ein neuer Wunsch. Ja. Und aus der Sicht Karmas leben wir eben Leben für Leben für Leben für Leben, weil wir all die Dinge, die es eben gibt, leben wollen und tun. Weil immer wieder Wünsche auftauchen, unerfüllte Bedürfnisse, Sehnsüchte, ja, Ideen, Vorstellungen, Visionen. Und das leben wir alles. Ja. Und gelingt es nicht innerhalb eines Lebens, dann reinkarniert sich der Wunsch im Grunde genommen, ne? Das ist die Triebkraft der Reinkarnation, und damit er in Erfüllung gehen kann. Und irgendwann, wenn man schon mehrere Leben lang Menschen geholfen haben, Familie gehabt haben, Weltrekorde aufgestellt haben, alles getan, was man sich nur so vorstellen kann, taucht irgendwann die Frage auf, ist das alles? Gibt es da noch was? Wohin führt das alles? Was ist der Sinn des Lebens an sich? Ja, das ist der Moment, wo wir
die Karma-Bremse anfangen zu ziehen. Das ist der Moment, wo wir dann irgendwann Einsicht bekommen in die Gesetzmäßigkeiten des Karma und aufhören, neue Wünsche zu kreieren und mit diesem Erwachen ins vollkommene Bewusstsein ist dann auch Karma vollkommen beendet. Wir kreieren kein zukünftiges Karma mehr. Ja? Hier ist die Suche dann vollständig zu Ende. Ja, somit bin auch ich für dieses Mal am Ende angekommen. Freue mich, dass einige von euch aktiv dabei waren und geschrieben haben. Ich konnte nicht auf alles eingehen. Wie gesagt, Karma ist ein Riesenthema. Ich möchte euch noch hinweisen, auf unserer Website findet ihr auch einen Artikel dazu, den ich geschrieben habe, der das alles nochmal zusammenfasst, was ich jetzt gesagt habe auch. Und wenn du es wirklich vertiefen möchtest, dann komm zu einem unserer Wake-Up-Seminare. Die gibt es nur zweimal im Jahr. Eine ganze Woche lang, wo wir intensiv eintauchen in das Thema Karma, Meditation, Erleuchtung. Und da kannst du wirklich schauen, wo stehst du jetzt? Und von dort, wie du weißt, kannst du dann selber kreieren, wie es weitergeht. Also sage ich Dankeschön fürs Dabeisein für heute und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ciao, Ananda.